Leute, irgendwas hat geraschelt vor der Tür. Müssen wir direkt mal checken, was hier abgeht. Was hier los? Weihnachtspost? Fragile. Was ist das? Aber Weihnachtspost wäre immer direkt getriggert. Schauen wir rein, was hier drin ist. Fragile. Look at this! Nice! Hab ich schon drauf gewartet, freu mich. Hier sieht's drin aus. Interessant ist, das erste Set, wo Lego diese Papiertüten einsetzt. Witzigerweise ist in den Papiertüten dann auch nochmal Plastik. Kriegt man anscheinend noch nicht anders geregelt, aber immerhin, wir kommen der Sache schon ein bisschen näher. Ich glaube aber tatsächlich, dass das eher noch so ein bisschen mehr Schein als Sein ist, weil du hast halt von innen auch noch so eine merkliche Kunststoffbeschichtung nach wie vor und du hast halt auch noch Plastiktüten drin. Also so wie das jetzt hier ausgeführt ist, macht das null Sinn. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil, aber gut. Ich werde mal das Set eben aufbauen. Yes, und jetzt gucken wir uns das Ganze natürlich auch mal im Detail an. Let's go! Ja, hallo liebe Freunde, da bin ich mal wieder mit einem schönen YouTube-Video mit einem ganz fantastischen Thema. Es geht um Weihnachten, es geht um Ninjago. Das ist eine Themenwelt, die ich so in den letzten Jahren tatsächlich lieben gelernt habe. Und es geht um ein Set, was nicht alltäglich ist, welches nicht im normalen Handel erscheinen wird. Wir sprechen heute so ein bisschen darüber, warum es das gibt, für wen das ist und ob sich darin vielleicht sogar ein Investment lohnt und wenn ja, wie und wenn nein, warum nicht. Und ja, ich möchte starten, einfach mit ein bisschen sinnieren. Und zwar ist das hier meine Weihnachtstasse. Und diese Weihnachtstasse hole ich mir jedes Jahr, warte mal ganz kurz, vom Dachboden. Nachdem Weihnachten vorbei ist, packe ich sie zusammen, packe sie einfach weg und freue mich, dass ich sie im nächsten Jahr wieder rausholen kann. Und genauso ein Set ist dieses. Set Nummer 42021 ist das diesjährige Mitarbeiter-Set für Lego-Mitarbeiter. Es ist nämlich so, dass jeder Lego-Mitarbeiter zur Weihnachtszeit so als kleine Gratifikation, hier ist auch noch so ein schönes Artwork, als Gratifikation ein Set bekommt, welches nicht im freien Handel erhältlich ist. Das ist natürlich so, dass dementsprechend auf dem Sammlermarkt, weil dieses Set ja limitierter ist als andere Sets, die irgendwie im Handel erhältlich sind und durch die EOL-Geschichte, also nachdem sie in Rente gegangen sind, sind sie ja natürlich auch limitiert, aber sie waren natürlich in viel, viel höherer Stückzahl verfügbar als so etwas, weil es weniger Lego-Mitarbeiter gibt als Lego-Kunden. Ja, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. Da gibt es jedes Jahr ein Set seit, ich glaube, 2000, lass mich lügen, 13, 14, 15, irgendwie so in dem Dreh. Und das ist jedes Jahr irgendwas anderes und jedes Jahr irgendein spezielles Thema, was die sich da zur Brust nehmen, die Lego-Menschen. Und es ist nun so, dass in diesem Jahr Ninjago 10-jähriges Jubiläum feiert. Und das hier ist das allererste Ninjago-Set, was es jemals gab. Es war ein Kai, ein sogenannter Spinner mit Sammelkarten dabei. Also wenn du dich da noch dran erinnerst, wenn du so dieser Jahrgang bist und damit gespielt hast, schreib es gerne mal in die Kommentare. Und damals hätte selbst Lego wahrscheinlich nicht gedacht, dass diese Serie sich so lange halten wird. Sie sollte auch ein paar Mal ersetzt werden. Wir hatten zwischenzeitlich Nexo Knights, wir hatten Chima und das waren alles Serien, die potenziell dazu da waren, um Ninjago abzulösen. Es hat sich allerdings für Lego zum Glücksfall entwickelt, dass diese hauseigene Lizenz, so möchte ich es mal meinen, ein so krasser Erfolg wurde, dass sie jetzt schon seit über 10 Jahren besteht. So, und zum 10-jährigen Jubiläum haben wir in diesem Jahr ein paar Sets gesehen. In diesem Set jetzt, in diesem Mitarbeiter-Set ist es halt so, dass wenn du das komplette Set bekommst, eine Weihnachtskarte dabei ist von der Geschäftsführung an, eben die Mitarbeiter. Das muss ich jetzt nicht vorlesen, das ist auch ein bisschen persönlich. Wunderbar finde ich hieran, wir haben hier 6 Anleitungen. So, da wird sich jetzt der Lego-Profi fragen, Alter, was soll das? Warum? Wieso? Ich brauchte nur eine und so. Aber der Hintergrund ist natürlich,
Es ist ein Mitarbeiterset für die Mitarbeiter, die es im Idealfall mit nach Hause nehmen und mit ihren Familien teilen und sagen, guck mal, ich arbeite bei so einer tollen Firma, die haben mir extra für mich und für uns ja ein Set mitgegeben. Wisst ihr was, wir setzen uns an den Tisch, das können wir alle zusammen bauen. Deswegen 6 Anleitungen. Und diese Anleitungen sind auch etwas liebevoller gestaltet, als das bei Lego ohnehin der Fall ist. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal reingucken, dann sehen wir hier zum Beispiel da unten der Kai, der hier durch den Schnee getrappelt ist, so kleine Grafiken, die das Ganze nochmal ein bisschen auflockern. Also sehr, sehr schön gemacht. Und wie gesagt, 6 Leute können hier, und das ist ganz interessant, gleichzeitig an diesem Set bauen, was ich wirklich wunderbar finde. Also ganz, ganz großes Plus. Das Thema dieses Sets ist neben 10 Jahren Ninjago auch Nachhaltigkeit. Es ist so nämlich das Erste, was du siehst, wenn du diesen Karton öffnest, ist dieser Einleger. Hätte man irgendwie auf der anderen Seite auch noch ein Poster machen können, finde ich, hätte man noch anders benutzen können. Und dieser Einleger, da steht halt, häufig werden Lego-Steine von Generation zu Generation weitergegeben, doch unsere Verpackungen landen meistens schneller im Müll. Blablab. Sie haben sich halt auf die Fahne geschrieben, also die Lego Company, bis 2025 nur und ausschließlich noch auf nachhaltige Verpackung zu setzen. Das ist natürlich ein großes Ziel, ist auch ein sehr, sehr löbliches Ziel meiner Meinung nach. Und ist auch überfällig, dann diese Verpackung in den Lego-Sets. Schreiben Sie ganz richtig, Lego-Steine werden zwar von Generation zu Generation weitervererbt, die Verpackung, und das ist ja letztendlich viel, also in der Pappe drin, diese kleinen Tütchen, das soll jetzt auch auf Papier umgestellt werden. Da haben wir hier in diesem Set ein paar Papiertüten. Das ist also das erste Lego-Set, wo Papiertüten enthalten sind, um Steine zu lagern. FSC-zertifiziertem Papier, was schreiben Sie hier? Und sind fast vollständig wiederverwertbar. Genau, und das ist das Problem. Denn wir haben hier drinnen, also innerhalb dieses Papiers, das kannst du wahrscheinlich nicht so ganz gut erkennen, aber hier ist eine Plastikbeschichtung. Und ich bin kein Fachmann, aber ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, wenn nicht gar unmöglich, dieses Plastik, was an dieser Papierverpackung hängt, davon zu lösen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist das auch möglich. Falls das nicht möglich ist, ist das ja ein reines Greenwashing. Also Greenwashing bedeutet einfach, dass es umweltfreundlicher aussieht, es aber nicht umweltfreundlicher ist. Es kann aber durchaus sein, dass es einfach so ein Hint ist, einfach ein Hinweis an die Familien, die bei Lego arbeiten, dass sie sagen, Mensch, wir arbeiten nachhaltig bis 2025, komplett alles nachhaltig bei uns im Unternehmen. Und so wird das in etwa aussehen. Das ist, denkt dran, nicht für den freien Markt, sondern für die Lego-Mitarbeiter. Es kann so eine kleine Sneak-Preview sein. Ich habe selber an einer Umfrage teilgenommen, wo es dann darum ging, im Lego-Store, dass jetzt die ganzen Plastikbecher auf Pappe umgestellt werden. Und da hatte ich auch Aufkleber in der Hand, die ich doch abgemacht habe, mir angeguckt habe. Die waren aus 100% Papier mit ein bisschen Klebeschicht. Da war kein Kunststoff dabei. Ich hoffe, dass wir es hier auch noch irgendwie hinbekommen. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass sich Lego-Steine durchaus auch, weil sie ja spitz sind, hier durchdrücken können. Das geht jetzt hier nicht. Also es ist wirklich super stabil. Selbst wenn ich hier massiv mit einem Kugelschreiber reindrücke, geht hier nichts durch. Es liegt aber, glaube ich, eben an dieser Kunststoffbeschichtung. Aber da will ich mich gar nicht so lange dran aufhalten. Es ist ein Set, wo das erste Mal Papierverpackungen in einem Lego-Set drin sind. Und das kann wichtig werden für den Wert des Sets für Sammler. Ja, wir sind hier beim Spielwareninvestor, das müssen wir immer so ein bisschen im Auge behalten natürlich. Das kann wichtig werden. Ein weiterer Meilenstein, der vor ein paar Jahren vielen durchgerutscht ist, ich aber auch im Podcast drüber gesprochen habe, war ja bereits dies hier, die Set Nummer 40320, Plants from Plants, Pflanzen aus Pflanzen. Und das waren die ersten Lego-Steine aus nachwachsenden Rohstoffen. Ja, also wo jetzt hier das Ganze aus Zuckerrohr, der Kunststoff aus Zuckerrohr hergestellt wurde. Der Kunststoff, der letztendlich dann hergestellt wurde, ist genauso umweltschädlich, ist genauso widerstandsfähig, ist einfach nur nicht aus fossilen Rohstoffen gemacht, sondern aus nachwachsenden Rohstoffen, was der Umwelt durchaus zuträglich ist. Definitiv auch ein legendäres Set, wenn dich das interessiert. Diese ganze Geschichte, Lego, Nachhaltigkeit, dann ist dieses Set 40320 mit Sicherheit auch was für deine Sammlung. Und mit Sicherheit auch eben dieses Weihnachtsset mit der Setnummer 42021. Was ganz fantastisch ist, du kannst, nachdem du dieses Set gebaut hast mit deiner Familie, mit bis zu 6 Personen, das Ganze auseinandernehmen. Das ist teilbar in 3 Einheiten und die passen dann hier alle rein, inklusive Schlitten und alles, was ich dir gleich noch zeige. Das heißt, du kannst es dann in diesem Karton, der auch wieder verschließbar ist, ähnlich wie bei der Adventskranz, den wir im Handel gesehen haben, den du ja auch in die Verpackung reinpacken kannst, kannst du das hier ebenso machen mit dem Set und im nächsten Jahr einfach wieder rausholen.
Ganz fantastisch. Wir haben hier einen Tempel und ich habe hier vorne drauf gepackt den Kai, und zwar aus gutem Grund, weil Kai ja eigentlich die erste Ninjago-Figur war, die es gab. Ich erinnere nochmal dran, damit ging es los. Das war das erste Ninjago-Set, reines Plating für Kinder, kleiner Spinner, dazu Sammelkarten. Das war Nummer 1 und jetzt steht da der Kai als Mitarbeiter-Exclusive in diesem Jahr. Da haben wir ihn. Wir nehmen jetzt aber mal weg und schauen uns mal diesen Tempel an. Der ist meiner Meinung nach schön gelungen. Schöner Tempel. Es ist allerdings eine Kulisse. Ne? Sehr, sehr dünn. Man kann da durchschauen und ja, hier, da unten, du siehst es überall. Es ist natürlich auch bespielbar. So zu den Details. Wir haben hier einige Zimmer, ja, in dieser Kulisse. Und hier oben wohnt anscheinend der Master Wu. Ja, man muss sich fragen, hat er hier dann vielleicht auch... ist es eine Statuette oder hat er vielleicht einen künstlichen Bart? Macht er uns da was vor? Wir werden es nicht erfahren. Wird in diesem Set nicht gelöst. Das hier ist meines Erachtens das Zimmer von Zane. Man sieht nämlich hier auch ein Fahrzeug, eins seiner Fahrzeuge in Miniaturformat. Finde ich ziemlich nice. Kleine Mini-Builds dabei. Wir haben hier unten eine kleine Schneekugel. Das finde ich ganz, ganz nett. Da sieht man sie. Eine kleine Schneekugel angedeutet. Wir haben hier Briefe, eine Schreibfeder vermutlich. Briefe an den Weihnachtsninja, keine Ahnung. Hier haben wir ein Regal voller Geraffel, keine Ahnung, was das sein soll. Und hier haben wir eine reich gedeckte Tafel mit lecker Sachen. Ist schon mal drunter gefallen, sehe ich gerade. Aber sieht doch richtig einladend aus. Und du kannst dieses Element hier auch noch runternehmen und hast dann Platz und könntest rein theoretisch dort an dieselbe Stelle eben auch einen Weihnachtsbaum stellen unter die Geschenke. Also du hast die Wahl, stellst du in dieses Set diesen Weihnachtsbaum, der im Übrigen geschmückt ist mit Ninja-Sternen, finde ich sehr, sehr geil. Ja, und packst dann die Geschenke drumherum oder zweite Variante, hier ist übrigens die Suppe, die liegt hier rum, habe ich gerade gesucht, das ist die Suppe. Oder du packst eben diese Stühle darum, drumherum und hast dann eben diese reich gedeckte Tafel mit der Suppe, die dann hier rein muss. So, man sieht auch, das ist asiatisch, das heißt, die Leute sitzen hier eher auf dem Boden, auch wenn sie immerhin eine Lehne haben. Aber das ist natürlich asiatische Kultur, ein bisschen anders als bei uns. Die Stühle haben jetzt hier keine Beine. So, das war es eigentlich schon von innen, das heißt, es ist gar nicht so viel zu sehen. Das Interessante an diesem Bild, wie ich finde, sind so die Bautechniken des Daches. Also da sind ein paar Sachen, wo man denkt, oh, das ist aber cool gelöst, inklusive diesen kleinen Einhorn. Ja, Einhornspitzen, also die sind ja teilweise, werden die für Einhörner genutzt oder für Bohrer. In diesem Fall ist es halt ein Schneezapfen, ein Eiszapfen. Die Laternen sind eigentlich standardmäßig, die kennen wir schon aus vielen anderen Sets. Wir haben hier so angedeutete Weihnachtskränze, finde ich sehr, sehr schön. Und was mir hier sehr gut gefällt und Spaß gemacht hat beim Bauen, sind so diese kleinen Schneeverwehungen. Weil du bist in einer gewissen Weihnachtsstimmung, wenn du das hier baust und du hast hier so wirkliche, echte Schneeverwehungen und das haben sie so richtig gut hinbekommen, meiner Meinung nach. Also es hat Spaß gemacht, das Ganze dann zu bauen und man hatte richtig Lust auf Schnee. Ein bisschen schade, hier im Norden ist noch nicht angekommen, aber so ist es. So, dann haben wir hier, da fragt man sich, was ist das da? Und zwar haben wir hier Platz für einen Spinjitzu-Kreisel. Und da findet in diesem Fall Mr. Wu Platz. Dann kannst du natürlich auch jeden anderen Ninja reinstellen, aber hier in diesem Fall ist das halt Mr. Wu, Master Wu. Master Wu, sorry, genau. Aber so sieht es hier aus und das ist eigentlich auch schon alles. Wir haben so ein paar Fensterelemente, die sich natürlich dann immer interessant gestalten, wie es in den Ninjago-Sets eigentlich immer so ist. Aber ansonsten ein bisschen Schnee auf dem Dach, das könnte auch ein ganz normales, ja, 79,99, 89,99 Set, irgendwie sowas in dem Sinne sein. Des Weiteren haben wir noch ein Highlight dabei, neben den Minifiguren, zu denen ich gleich zu sprechen komme, und zwar das hier. Das ist meiner Meinung nach eins der absoluten Highlights in diesem Set, auch wenn es nicht herausragend ist, aber es ist halt einfach wahnsinnig cool. Wir haben hier einen, ja, Weihnachts-Garmadon-Schlitten mit einem, keinem Rentier, sondern einem Drachen davor, und der Drachen an sich hat so nette kleine Details, auch kein Highlight, aber schaut doch mal hier zum Beispiel ein goldener Frosch als Bart oder Kinn, wie auch immer du möchtest. Die grünen Augen durch eine 1x2-Plate so gebaut, dass sie von beiden Seiten sichtbar ist. Einfach eine geile Idee. Und wir sehen hier überall diese, ja, in diesem Set inflationär angewendeten
Hüte, also die wir sowohl beim Gebäude sehr, sehr oft sehen, eben auch am Schlitten und auch am Drachen, aber die eben wunderbar zum Design passen. Wir haben hier so diese Gummischnüre, mit dem Garmadon eben diesen Drachen bändigt. Und wir haben auch natürlich Ninjago ist auch immer Technik ein Thema. Man hat hier so ein Bedienpanel, also hier ist weniger mit Magie, das ist alles Technik, was Garmadon hier bedient. Und hat natürlich auch ein paar Geschenke dabei und Raketenantrieb, wie sich das gehört. Also so ein bisschen verrutscht. So, so sieht es eigentlich, zack, ein bisschen besser aus. So sollte das sein. Schöne Heckflügel, ja. Ja, also so das Ding an sich, die Optik dieses Drachens, ist schon wirklich, wirklich nice für einen Ninjago-Fan natürlich, der eben die Ninjago-Welt dann auch mit dem Weihnachtsthema verbunden haben möchte und sich deswegen dieses Set holt, wird da seine helle Freude dran haben. Drachensammler gibt es ja auch einige bei Ninjago. Die werden dieses Ding haben müssen. Ist nur eine Frage, was bezahlst du dafür? Und da muss ich dich ganz klar fragen, bist du ein Sammler, willst du es unbedingt haben? Dann ist ja der Preis immer egal. Als Investment, und da kommen wir gleich noch dazu, ist dieses Set nicht vergleichbar, meiner Meinung nach, mit dem Star Wars Set, was wir vor 2 Jahren haben. Und das ist natürlich preislich wahnsinnig durch die Decke gegangen. Da hatten wir aber das Thema Star Wars, was bei vielen erwachsenen Sammlern eben, die monetär eben besser aufgestellt sind als viele Ninjago-Fans. Weil Ninjago, überleg mal, wenn du jetzt als Kind, sagen wir mal, schon alt warst, 10 oder 12, wo du mit Ninjago gespielt hast und du so Kindheitserinnerungen an die alten legendären Sets hast, dann bist du aber jetzt maximal 20, 22, irgendwie sowas in dem Dreh. Das heißt, du bist noch nicht in dieser Altersklasse, dass du dafür richtig viel Geld ausgeben willst oder auch kannst. Was ich sagen wollte als Investment, ist das auf richtig, richtig Long Term, also über 10 Jahre, durchaus interessant. Es kann auch sein, dass wir eine Preissteigerung haben, die okay ist. Und Preissteigerung müssen wir erstmal einen Grundpreis definieren und der liegt aktuell, wenn du günstig rankommst, bei gut 200 Euro. Aktuell, ich nehme das jetzt auf, gestern war der 3. Advent. Ich habe für dieses Set, weil ich es relativ früh bestellt habe, 300 Euro bezahlt plus Versand. Komplett wahnsinnig, komplett blödsinnig, aber ich wollte es relativ zeitig da haben, damit ich es euch auch präsentieren kann. Und ich habe mich irrsinnig darauf gefreut und ich kaufe das als Fan. Ja, ich habe das als Fan gekauft, nicht als Investment, habe es direkt aufgebaut. Und hinter mir sieht man es vielleicht, Ninjago City, Ninjago City Hafen. Und da kommt noch viel, viel mehr dazu. Das ist so ein kleiner Fable von mir in den letzten Jahren geworden. Und deswegen wollte ich das unbedingt haben. Dieses Set als Investment zu kaufen, ist bei den aktuellen Marktpreisen meiner Meinung nach nicht besonders schlau. Da gibt es im Preisbereich von um und bei 300 Euro bessere Investments, wie beispielsweise die Achterbahn, die jetzt auch bald rausgeht. Meiner Meinung nach einer der Burner der nächsten Jahre. Solltest du lieber da das Geld rein investieren. Hast auch viel, viel mehr Steine fürs Geld, hast halt viel, viel mehr, was dort abgeht. Spannend ist dieses Set für Leute, die vielleicht selber Ninjago-Fans sind und sich auch auf die Fahne geschrieben haben, in diesem Jahr noch die goldenen Ninjas sich ranzuholen. Denn ihr wisst, 10 Jahre Ninjago und es gab einige Jubiläumssets. Und zwar waren das die, lass mich lügen, 71735, 71736, 71737, 71738, 71739. Und dann war es irgendwie 71742 und 71753. Da waren die goldenen Ninjas drin. Also wir haben hier Cole, Zane, Nia, Lloyd und so weiter. Hier sehen wir uns mal Cole an. Und das sind nämlich original in diesem Set, sind genau die goldenen Ninjas drin, die wir dann in den Setnummern, die ich dir gerade genannt habe, drin sind. Dazu kommt ja letztendlich auch noch der 71741 mit Ninjago City Gardens, wo ja eine Figur dabei ist, die Lego selber nicht zu den goldenen Ninjas dazu zählt, netterweise, damit nicht alle Kinder eben den goldenen Ninja kaufen müssen. Und der goldene Wu ist auch hier nur so halb drin. Ich zeige dir mal, warum ich meine nur so halb. Und zwar haben wir hier den goldenen Wu aus Ninjago City Gardens und hier haben wir den goldenen Wu aus diesem Set. Das heißt, er ist identisch, bis auf natürlich diese Base, die ist nicht dabei, und den goldenen Bart und den goldenen Kopf. Ansonsten identische Figur, aber nicht ganz identisch. Bei den Ninjas, die ich dir gerade gezeigt habe, dem Cole, ich mache dasselbe jetzt nochmal mit Lloyd, ist natürlich auch die Base nicht dabei, aber ansonsten ist das hier genau derselbe Lloyd, den du auch in 2 anderen Sets, ne, beim Ultradrachen
Und wo ist da noch drin? Ich meine, bei dem Turnier der Elemente, da findest du den Lloyd, genau in dieser Variante. Dann haben wir hier noch Kai, natürlich. Die legendärste Figur aus, also im ersten Ninjago-Set war natürlich auch Kai dann die Figur, die die erste war sozusagen. Dann haben wir hier, also sind letztendlich, natürlich kommen die in einer bisschen anderen Variante. Zane zum Beispiel hat hier voll Bock auf Ski und ballert hier die Piste runter, finde ich irgendwie ganz geil, auch mit seinem Ice-looking Head hier, aber das ist einfach die goldene Minifigur, die du auch in dem, was war denn das? Zanes Titan-Mech? Ne, da war der Jay drin. Wo war denn Zane nochmal? Ultraschall-Raider war Zane, glaube ich. Original dieselbe Figur und nichts anderes ist es eben auch bei Vax. Jay und natürlich auch Nia. Wenn du jetzt noch gar keine dieser Figuren hast, ein Ninjago-Sammler bist und sagst, ich möchte es gerne für meine Sammlung haben und die goldenen Figuren wollte ich eh, auf die anderen Sets lege ich nicht so viel Wert, dann ist das natürlich auch eine Überlegung wert, weil du zahlst je nachdem pro Figur schon zwischen 10 und 20 Euro, je nachdem welche Figur aus welchem Set es ist. Da kann man sich das überlegen, ob man so auf einen netten Preis wartet. Ein netter Preis bei diesem Set wären so 200 Euro, wenn du es wirklich haben willst. Und im Sommer spekuliere ich persönlich immer noch darauf zwischen 150 und 180. Das waren so die Preise, wo Mitarbeiter-Sets im Sommer gingen, nachdem sie raus oder erschienen waren. Das war allerdings vor Corona. Das heißt, seit 2 Jahren kann ich auch mit diesen Mitarbeiter-Sets vertue ich mich auch. Das ist auch der Grund, warum ich bei Star Wars nicht zugeschlagen habe. Wurde mir angeboten, als sie rauskamen, für 180. Und ich habe gedacht, na komm, im Sommer holst du dir für 150. Das war natürlich eine Fehlannahme. Die sind jetzt an die 500, über 500 mittlerweile wert. Hier wird es eben nicht so sein. Und es hat noch einen zweiten Grund. Weil letztendlich keine dieser enthaltenen Minifiguren exklusiv ist. Also letztendlich sind die exklusiv, auch dieser Garmadon Weihnachtsmann. Das ist noch die Figur, die am exklusivsten ist, weil sie letztendlich einen Weihnachtsmann-Oberkörper beinhaltet, der relativ selten ist. Auf Bricklink, glaube ich, gerade kaum zu bekommen, nur im Ausland irgendwie ein, zwei Stück. Das heißt, da hat Lego schon darauf geachtet, dass das jetzt ein Weihnachtsmann-Oberkörper ist, der nicht so häufig verfügbar ist. Allerdings kannst du den auch bei Steine und Teile beziehen. Kleiner Insider. Wir haben hier die Misako. Misako habe ich dir jetzt hier gerade zweimal draufgestellt, aus dem Grund, um dir zu zeigen, den Wechselkopf. Also auch Misako hat hier einen Wechselkopf mit zwei Gesichtsausdrücken, die sich kaum unterscheiden. Also da musst du ganz genau hingucken. Deswegen habe ich die jetzt mal nebeneinander gebaut. Misako scheint nicht so gern Emotionen zu zeigen. Misako ist übrigens die Ex-Frau von Lord Garmadon und die Mama von Lloyd. Deswegen hat sie ihn hier auch auf dem Hoodie drauf, beidseitig bedruckt. Aber diesen Hoodie gab es zum Beispiel auch in den Ninjago City Gardens. Misako gab es auch in den Ninjago City Gardens. Heißt, die Frisur ist da drin, der Kopf ist da drin. Dieses olivgrüne Unterteil müsste man sich dann halt woanders besorgen. Aber letztendlich ist das genau dieselbe Figur. Und nicht eine einzige Figur hier, auch nicht die beiden enthaltenen Schlangen, die letztendlich dieselben sind. Einmal mit kurzen Beinen, einmal mit langen Beinen. Aber der Print ist letztendlich derselbe. Hier gibt es nochmal einen Schal dabei. Hier ist nochmal der Hase aus unter anderem einer Minifigurenserie. Aber das ist letztendlich, gibt es das alles. Und das kann man sich, wenn man jetzt nur auf die Figuren aus ist, relativ günstig auch über eBay, über Bricklink zusammensuchen. Das heißt, da muss man nicht, um irgendeine exklusive Figur zu haben, wie das, und das ist jetzt eben auch nochmal der Unterschied zum Star Wars Set, wie das bei dem Star Wars Set der Fall war. Dann da war es halt so, dass du tatsächlich ja nur den Piloten, den X-Wing-Piloten ja nur in diesem Set bekommen hast, der auch jetzt schon wahnsinnig teuer ist. Ich meine, über 300 Euro an Wert. Und das haben wir hier nicht. Wir können uns auch den Lord Garmadon Schneemann, der letztendlich, das ist ja hier der Helm vom Samurai X mit einem goldenen Schlüt, auch Centartikel, ganz normaler Standard Weihnachtsmannbart, der Oberkörper, wie gesagt, aktuell mit einer der seltensten, aber nicht exklusiv. Das heißt, du kannst mit ein bisschen Spucke, mit ein bisschen Einsatz der jede Figur hier entweder aus anderen Sets zusammensuchen oder eben günstig einzeln ersteigern, nehme ich mal an. Ich zeige euch nochmal den Weihnachtsbaum im Detail, finde ich halt sehr, sehr geil. Die Geschenke, die dabei sind, auch ganz nett. Das eine hat natürlich, mutet so ein bisschen an wie eine Dänemark-Fahne, finde ich ganz geil.
Das andere hier könnte Griechenland sein mit ein bisschen Fantasie. Möglicherweise haben wir hier noch eine Frankreich-Fahne. Und möglicherweise ist das auch ein Hinweis darauf, dass die Designer dieses Sets aus vielleicht diesen Ländern kommen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wir das Designer-Video noch sehen werden. Hier haben wir einen kleinen Holzstapel dabei. Natürlich Brennholz machen, damit es im Winter auch schön warm ist. Ja, das war es letztendlich, was ich dir zu diesem Set sagen kann. Also zusammenfassend, für mich als Weihnachtsfan, als Ninjago-Fan, ist das ein Set, über das ich mich sehr freue. Würde ich es mir wieder kaufen? Ja, würde ich. Auch zu dem Kurs. Einfach aus dem Grund, wenn ich es dann auch so früh da habe und so früh am dritten Advent da sitzen kann und eben dieses Set zusammenbauen kann. Ja, dann würde ich es auch wieder machen. Ist das ein Investment Case? Zu dem Preis auf keinen Fall. Da gibt es bessere Alternativen, habe ich dir gerade genannt. Pro ganz klar die Sache, dass du es mit der Familie aufbauen kannst. Pro ganz klar auch für die Sammler später eben die Geschichte. Also das erste Set mit Papiertüten, auch wenn sie nicht ganz, meiner Meinung nach, nicht ganz perfekt umgesetzt sind. Hier zeige ich dir nochmal die Einzelteile, die enthalten sind. Es hat kein Teil gefehlt. Im Gegenteil, das war extra dabei. Auch nicht wenig. Das hier ist meiner Meinung nach ein Highlight. Also der Drachen von der Optik mit dem Schlitten dabei. Mit dem Garmadon-Weihnachtsmann. Geile Idee. Bisher gab es das noch nicht. Finde ich richtig cool. Investment. Wenn du es für 150, 180 kriegst, vielleicht. Aber wie gesagt, es gibt bessere Alternativen. Das sollte ein Set sein, was für dich als Ninjago-Sammler auf jeden Fall ein Holy Grail werden kann, weil es einfach cool ist. Aber nicht, weil dich die Bautechniken weghauen werden, nicht, weil dich der Bild generell weghauen wird, dann das ist ein Standard-Ninjago-Tempel als Kulisse mit geilen Minifiguren, die du aber auch in anderen Sets bekommst. Fazit, ich hatte eine Menge Spaß. Ich kann das jedem empfehlen, der Ninjago-Fan ist. Investoren, die darüber nachdenken, das in größeren Stückzahlen zu den aktuellen Marktpreisen zu kaufen, würde ich davon abraten. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Falls du das noch nicht getan hast, freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst. Daumen hoch und den ganzen Bums, du weißt das besser als ich. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.